Leute, ich bin's wieder, Markus von LampenGamerTV. Wir spielen heute wieder Rome Tunnel 2 und ja, mit der Julia Rom. Letzte Folge haben wir Germanien so gut wie besiegt. Da haben wir noch einzelne Streitkräfte. Wir haben zum Beispiel hier diese kleinen, die wilden Jäger oder da noch eine große Armee, die wütenden Eber, die aber kein, nicht unser Problem sein werden, weil die haben keinen Nahkampfangriff und so. Ich erwarte eure Befehle. Die werden wir locker besiegen. So. Mal Hingabe. Was haben wir denn noch hier? Genau, und jetzt gehen wir nach Germanien, genau. Nach Großbritannien. Das ist mein nächstes Ziel. Wahrscheinlich dann die Truppen hierher nach Westen schicken, nach Großbritannien oder nach England, wie ihr es auch nennen wollt. Aber ich werde erst hier in Rogion, werde ich erst Schiffe bauen, wenn das hier fertig ist. Kann ich Angriffspirene und die Geschosstriere Levis und Skomentriere. Und ist nicht ganz gut eigentlich. Genau. Die werden uns hier keine Probleme bereiten. Wie sieht Rom aus? Wie sieht hier in Magna Graecia aus? Ja. Immer zu Diensten, Rom. Bereit, willig und fertig. Es ist immer hier minus Dinge. Es ist echt gay. So, Ägypten sieht gut aus. Libyen sieht auch gut aus. Afrika sieht auch gut aus. Ja, Karthago ist jetzt neu entstanden. Was noch entstanden? Getula auch noch. Ja, neu Karthago gibt es auch schon länger. Oh, hier leckt es ein bisschen. Da hinten. Und ist noch irgendeine Fraktion aufgestiegen. Die haben uns geholfen, die haben Gallik erobert, das ist sehr gut, können sie haben. Gehört ja auch zu denen, Sarmatien, passt doch. Auf jeden Fall sollen sie keinen Stress mit uns machen. Nicht so geil. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ja, beenden wir mal die Runde. Haben wir noch irgendwas hier? Welche Leute, die wir nicht gesehen haben, die wir verbessern können? Okay, dann werden wir die Runde. Ich habe sogar die Stoppuhr diesmal gestellt. Ein Wunder. Na, ah, die haben jetzt wieder eine neue Base erobert. Mauriginus. Mal schauen, ob ich die erobern kann. Dann wird's, ist doch nicht so. Erst so. Weil die können uns trotzdem noch Probleme bereiten, die Spacken. Wir Was fordern kann? Nur eine geringe Summe. Und Zypern ist wieder da. Also es ist zur Zeit wirklich krass, wie viele alte Fraktionen aufsteigen. Wird wahrscheinlich dann auch irgendwann Ding. Syrakus, wenn es jetzt langsam nicht besser wird. Was ich denke. Sehr schön. Die Plündern da sollen sie halt machen. Bereit zum Kampf! Ihr Hunger nach einer Schlacht! Zu euren Diensten! Sklaven. In den Kampf! Ja, haut mal ab da. An die Arbeit, Männer! Wer stürzt, wird zahlen gelassen!
Wir haben nur die Gegner betreten, schau mal. Ich hab mega. Mein Können steht euch zur Verfügung. Schnell und lautlos, ihr Schatten. Halt euch, Männer! War das alles? Angriff! Für Rot! Dann werden wir mal eine Schlacht machen. Kommandant! Wir kämpfen gegen uns. Nicht gut. Noch irgendwo eine Armee hier. Na. Ich erwarte eure Befehle. Das dauert zu lang. Dämonia. Ja, ich war gerade bisschen paralysiert, weil meine Leute von der Klasse schreiben wieder Mist. Ich erwarte eure Befehle. Dann kann man verbessern. Ja. Ich schon noch ab, ey. Bereit zum Kampf. Das ist unmöglich. Niemand wird entkommen. Ja. Ganz klar, weil Gold und so. Ne? Stack, down. Ich erwarte eure Befehle. Wir können ja jetzt mal Frieden mit Germania machen. Wenn sie wollen. Ich verbringe meine Zeit lieber mit... Frieden okay. Ist nicht nach unserem Geschmack. Das... Versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Denkt ihr, eure Wertlosigkeiten wecken unser Interesse?
Alter. Nee, ist zu viel. Ist ehrlich. Kommandant! Dann würde ich erst die Armee weghauen, glaube ich. So, Alter, es leckt. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Alle Boomer, meine ich nicht in der Region. Habe ich aus den Region, glaube ich, gesagt. In den Docks. Ja, plus 4 öffentliche Ordnung, ey. Yes. Hoffen wir es. Kann ich euch behilflich sein? Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. Okay. Sitzen vor Christus, Leute. Ja. Kretonia und Hibernia. Ja, das ist okay. Der Sieg. Armenien, Britannien. Ja, die vier Städte. Werde ich hier dann eine Plane dann einnehmen, deswegen müsste irgendwo hier sein. Aber ich haben wir ganz Großbritannien und Schottland und dann werde ich Armin angreifen. Also Galatien. Die haben ja eh zu tun mit Phasis. Ist gut so. Ich muss ja nur die drei Städte einnehmen. Aber wir. Achso, Mosuta und Tushba, die sind eigentlich ziemlich nah. Kann man eigentlich zwei Armeen hinschicken oder so. Da haben wir zwei. Eins, zwei. Sehr gut eigentlich. Aber ich werde wahrscheinlich erst Dura und Hatra erst annehmen. Das ist dann... Bis er ist und dann werde ich auch noch die Armee nach Norden schicken. Also, bereit zum ist echt irgendwie es ist eine Ehre, okay, Griechenland sieht gut aus. ADI. Passt. Yes. Ah, okay, war das. Thank you.
das würde ihn in die Ecke bringen. Zack, die haben mich dann. Von diesem Tage an sind wir. Geht in der Reviskaube. Zum Kampf. Echt doch. So, die hier. Dann sollen wir da mal. Ihr Hunger nach einer Schlacht. In den Kampf! Jawohl. In Bewegung! Zu euren... Stellt Wachen auf! Wir haben mal Gefangene freilassen hier. Auch mal nett sein. So, jetzt werde ich mal hier... Ich wollte sie jetzt mal langsam Frieden. Götter des Jenseits! Eure Bastarden. Versuch die Wahrheit nicht mit der Hoffnung. Ich spüre, dass meine Götter auf uns und unseren Vertrag herablä. Passt doch. Vertrauenswürde, yay! Unser Vertrauen steigt wieder. Ja, ich werde noch nicht hier im Osten weiterziehen. Ich will jetzt nach England und nach Armenien. Partien. Galatien hat keine Verbündeten, hat nur Feinde. Das ist sehr, sehr gut. Die Zehner haben nur die Dämonier. Die kann malen. Okay. Lol. Voll wenig Fraktionen noch eigentlich. Bastarden sind die größten mit Galatien, also die Galatien ist die zweitgrößte. Okay, Parthien. Parthien, ja. Ja. Größten. Armenia. Alter. Na, werde ich jetzt mal England angreifen, weil es sind die schwächeren Gegner, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist gut, dass Galatien keine Verbündete hat. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, ich werde die zwei Armeen hier, also hier von Hekra und Palmyra, werde ich halt dann Hatra und... Werde ich dann die Armee nach Edessa, dass die dann Hatra angreifen können. Und die halt dann nach Palmyra, dass die dann da den können. Wisst ihr schon? Werde ich da schon mal hier Vorbereitungen treffen. Wir hungern nach einer Schlacht. Was nennt ihr eine Garnison? Kein Stress, ne? Brauchen wir ja nicht. Null. Nein, wenigstens null, ne? Halt weiter bin, dann das bringt dir gar nichts.
Ja. Entschuldigung. Angriff auf Verbündeten. Deren Verbündete. Ja, Karthago, scheiß auf Karthago, ey. Ich werde jetzt Frieden wahrscheinlich schließen, will ich. Ich werde jetzt eh Frieden schließen, wieder. Verpisst euch mal. Eure Befehle. Ah, sehr gut. Flott aufstellen. Jetzt habe ich ja... Ja. Rom braucht mehr Schiffe! Nicht? Ja. Allerdings. Ah. Dass die ja nicht auf den Versuch gekommen. Busche zu. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu machen, ne? Ich erwarte weitere Befehle. Jetzt mal hierher gehen. Das nennt ihr eine Garnison? Ey, Mann, jetzt. Bereit zum Kampf. Die würden, also ich hab die würden Eier jetzt gelesen, ey. Meine Fresse. Das hier bessern. Gut. Wenn wir hier... Ich erwarte eure Befehle. Okay. Machen wir eine große Armee hier von Schiff. So, erstmal hier. Celtigi. Götter des Jenseits. So, ne. Mit dem bin ich wohl nicht im Krieg. Es wäre klug, ehrlich. Ich hatte euch nicht zu solchen... Also ich bin nicht in den Krieg. Also die haben Bündnis beendet wahrscheinlich. Waki. Alter. Okay, was ist hier? Echt Stress. Aber ich glaube, das schaffen die locker. Alter. Die nehmen das da hin und... Wenn jetzt einer mit da zu Tinkers hingehen würde, dann... Locker, ey. Die haben die ganz auch schaffen, locker. Okay. Ich glaube, Massasila werden die schlagen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich werde eigentlich nach endlich nach England. Ey. Ich werde unbedingt nach England. Meine Fresse. Dauert noch ein bisschen. Dauert aber noch ein bisschen. Okay, die verbissen sich dahin. Manche Männer sind die geborenen Anführer. Andere sind dazu bestimmt, vor ihren Meistern niederzuknien. Mhm.
Ich erwarte. Stellt Wachen auf! Sehr gut. Ist mir egal, ob der jetzt eindringlich ist oder nicht, ey. Ist mir völlig Wumme. Ich lebe, um Rom zu dienen. Naja, die Ordnung wird echt besser, ist gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das werden sie noch brauchen. Bereit zum Kampf! Ich fürchte, das kann mich nicht. Die sollen schön sterben. Ich erwarte eure Befehle. Noch sowas vielleicht. Sehr gut, sehr gut. Konfiguration, ja, er ist bald down oder so, was soll's? Seid ihr mutig? Naja, den ihre Sache. Nicht meine. Kommandant! Die plündern, viel Spaß dabei. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. So, dann werden wir wieder runter. Kommt ja bald Tolle Attila raus. Ermutigen euch eure Götter nicht mit anderen zu teilen? Ihr habt eurem Volk gut gedient. Habt meinen Dank. Und den eures Volkes sicher. Okay, so, das ist klar, Sieg. Das ist down, das ist down. Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen haltet. Okay, jetzt wollen hier alle weniger Frauen wahrscheinlich. Aber es passt schon so, weil ich will da im Süden eh nichts viel machen. Imperium, eure Macht kennt keine Grenzen. Ihr könnt nun zusätzliche Armeen, Flotten und Agenten erhalten und mehr Provinzlasse erteilen. Jo, wir sind die größte Macht. Imperium sind wir. Politik, kein Bürgerkrieg. Gut, sehr gut. Sehr gut. Berufssoldaten, das können wir machen. 16 Runden. Gut, dann werde ich. Kommandant, es tut mir leid, das kann ich nicht. Diese Armee nach Westen nach zu Flebo. Ich würde sagen, wir greifen in Schottland und England gleichzeitig an, würde ich sagen. Das wäre jetzt mein Plan. Nö. Ich erwarte eure Befehle. So, Gemeinden ist besiegt. Endgültig. Ja, keine Ahnung. Eure Befehle? Zum Hafen! Beeilt euch, Männer!
auf nach Flevum. Rührt euch, Männer! Ihr Hunger nach, das ist unmöglich. Beeilt euch, Männer! Auf nach Britannien. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren von Total War Rome 2. Ja, aber wir England einnehmen werden. Versprochen. Vielleicht nicht komplett, aber ungefähr. Wir sehen uns das nächste Mal bei Battlefield 4, Minecraft, Fanzeit oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis dann und ciao.